So, da geht's dann weiter mit Tomb Raider Legend Part 2. Die scheinen sich zurzeit über Besucher nicht gerade zu freuen. Wer ist denn hier bis an die Zähne bewaffnet? Ich bin eben immer gern gut vorbereitet. Was von Anaya gehört? Sie hat gesagt, sie erwartet dich an der Statue am Marktplatz. Da sind wir wenigstens ungestört. So, erstmal gucken, ob hier irgendwo was rumliegt. Sieht eigentlich nicht so aus. Ah, da ist ja der Fußball. Da hinten steht ein Auto. Das ist auch nichts, was hier rumliegt. Alle schließen die schon. Hallo, Lara. Ist dir aufgefallen, dass die Straßen eben noch nicht leer waren? Und ich habe mich so bemüht, nicht aufzufallen. Ich hoffe, die fürchten sich vor mir und nicht vor etwas anderem. Hier ist nichts. Nur ein Haufen Tonscherben, übersät mit den Leichen alter Freunde. Wenn ich geahnt hätte, wohin das führt, hätte ich dir nie von Bolivien erzählt. Und doch bist du hier. La Paz ist nicht so weit weg. Die Vergangenheit auch nicht. Lara, geh! Ich komm nach! Ich hab sie! Sie? Ruf an die Lara. Oh. Diese Steuerung manchmal, die ist echt noch gewöhnungsbedürftig wieder. Da ist sie. So, wo ist er jetzt? Mann.
jetzt endlich! Ich habe aber genug Waffen in meinem Reservoir quasi, dass das alles sehr gut passt. Also jetzt frage ich mich, warum ich das nie aufnehmen kann. Oh, verdammt. Aha, aber da habe ich vorhin auch schon drauf gedrückt. Jetzt muss ich mal gucken, wie das Austauschen ging. Oh. Ach so, nee. Ja. Okay. Damit habe ich hier erstmal alles durchsucht.
So, immer alles schön durchsuchen hier. Da kann man nämlich bei diesen Kämpfen immer sehr viel übersehen auch. Oh, da ist einer. Oh, wieso komme ich denn da drauf? Verdammt. Nochmal hier vorne in dieser Richtung gucken. Aber da ist, glaube ich, nichts mehr. Nee. Ja, dann jetzt mal auf zum Motorrad.
Ah, Granate noch. Anaya hat eben angerufen. Sie wird von Söldnern verfolgt. Sag ihr, ich bin unterwegs. Okay. Oh Gott, fährt die. Da sind immer mehr Leute hier. Oh, oh, oh. Das komplette Motorrad hat auf einmal die andere Richtung gelenkt.
viel geändert. Was sind denn schon ein paar Jahre angesichts der Jahrtausende? Hör zu, ich muss dir noch etwas sagen. Ich glaube nicht, dass Amanda dort gestorben ist. Darum geht es, ein Kapitel zu schließen? Geht es darum nicht immer, wenn wir in der Vergangenheit graben, sie zu verstehen? Ich bin Technikerin, Lara. Ich baue für die Zukunft und wühle nicht in der Vergangenheit. Irgendwann wirst du genau das tun. Lara! Komm runter, du Faulpilz! Jason sagt, wir brechen gleich durch. Augenblick, Amanda! Wir haben einige strukturelle Bedenken. Warum kommst du nicht runter? Die Bretter über der Senkgrube sind kaputt. Du musst dich rüberschwingen. Trödel nicht rum. Und du, pass gefälligst auf. Oh, Sarah. Oh Gott. Was ist passiert? So, Moment. Jetzt gehe ich nochmal in die andere Richtung. Bevor ich da irgendwas mache. Thank you.
mein Gott! Lara, hier drüben! Kind? Was ist denn hier? Es hat Oscar getötet. Was hat... Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Das Tor geht nicht auf. Hol mich hier raus. Alles klar. Was... Über mir ist ein Loch. Du musst mich hier rausholen. Schnell. Wir müssen von hier verschwinden. Lara, es kommt zurück! Bleib ruhig! Ich komme! Es kommt! Verdammt, Lara! Ich bin gleich bei dir! Ich glaube, ich sehe ein Licht. Bleib, wo du bist. Ich komme runter. Amanda? Amanda! Kent! Sie ist es! Warte! Kent! Na komm, roll noch ein Stückchen weiter. Nee. So, immer schön vorsichtig hier bei diesen Dingern. Amanda! Ich glaube, dieser Stein öffnet die Tür. Das gefällt mir nicht. Hast du es wirklich richtig gelesen? Das Ding kommt. Hast du eine bessere Idee? Die Tür könnte eine Falle sein. Wir sitzen fest! Oh, oh Gott!
ganz ehrlich zu sein, halte ich das für keine gute Idee. Alle haben zugestimmt, die Dinge ruhen zu lassen. Genau das versuche ich ja. Aber Rutland hat gesagt, da unten gibt es einen Hinweis auf den Tod meiner Mutter. Ich muss zurück. Es bringt nichts, es an der gleichen Stelle zu versuchen. Alles ist eingestürzt. Der Fluss ist auch irgendwie reingekommen. Dann tu, was du nicht lassen kannst. Ich gehe da nicht runter. Tut mir leid. Verstehe ich, natürlich. Wenn's Ärger gibt, ruf Sip an, er stellt dich zu mir durch. Und geh kein Risiko ein. Ich will nicht noch jemanden verlieren. Und wie kommst du da rein? Wie das Wasser, hoffe ich. Wenn Anaya anruft, stell sie sofort zu mir durch. Ich mache mir Sorgen, weil ich sie allein zurücklassen musste. Ich behalte sie im Auge. So, getaucht wird gleich. Genau deswegen schaue ich mich noch mal kurz um. Thank you.
Der gehörte Amanda. Schuhe fallen auch nicht einfach von den Füßen. Er war offen. Ich hätte nie gedacht, dass sie überlebt haben könnte. Hier war alles geflutet. Wahrscheinlich ist sie doch tot. Das ist die Geschichte der letzten Königin von Tiwanaku. Ihr Vater war der König, aber sie wurde von einem Krieger aufgezogen. Als ein Schamane namens Tunupa ihre Herkunft erkannte, wurde sie Königin. Tunupa ist ein anderer Name für Viracocha, ihren Gott der Schöpfung. Der Schamane brachte sie zum Titicaca-See. Dort gab er ihr seinen Stab, ein mächtiges Artefakt. Der Sage nach hat Viracocha einst in dem See gelebt. Der Wasserklosett. Sie brachte ihrem Volk ein Zeitalter des Friedens. Nach Jahren einer weisen und gerechten Regentschaft brach schließlich ein Machtkampf aus. Kurz darauf starb sie und man brachte sie mit einem Boot ins Paradies. Erinnert dich das an etwas? An die König Arthus-Legende. Die Ähnlichkeit ist verblüffend. Arthus? Was hat der damit zu tun? Es ist dieselbe Geschichte. Ein Junge, der seine königliche Herkunft nicht kennt, steigt aus dem Nichts zum König auf. Unterstützt wird er dabei von einem Zauberer mit einem Stab oder einem Schwert. Und nach seinem Tod kommt er dann ins Paradies. Viele Kulturen haben ähnliche Legenden. Die große Flut zum Beispiel, die gibt es auch überall. Also den kann ich mir nicht festhalten da. Irgendwie, warum auch immer. Nein! Ah. Ah. Okay. So, dann wollen wir mal hier rüber gehen. Danke. Wow, nicht übel hier. Vielleicht solltest du mal den RAD-Modus deines Fernglases testen. Du könntest recht haben.
Also, hierfür brauche ich tatsächlich 3 Kugeln. Reinlegen. Okay. Wow! Das muss die Leute damals ziemlich beeindruckt haben. Ja, mir geht es ähnlich, Sip. Probieren wir mal eine andere. Der Schamane der Königin. Ein Stein mit einem Schwert oder in diesem Fall Viracochas Stab. Das ist es. Etwa der gleiche, den wir in Tiwanaku gesehen haben? Es gibt mehr als einen. Aber es ist möglich. Als wäre der Schamane Merlin und der Stab das Schwert von König Arthus. Wie hieß das Ding noch gleich? Reiner Zufall, wenn du mich fragst. Komischer Name für ein Schwert. Ah ja. Da sind die Treppen ganz. Das heißt, das ist jetzt erstmal die richtige. Kugel, hauen wir jetzt den Berg runter.
Hä? Also immer schön umschauen hier, damit ihr auch alles mitnehmt. Ich bin wirklich beeindruckt, Lara. Das ist großartig. Das haut einen um, was? Ja, da oben ist es ja jetzt. Seht sie euch an. Sie ist wunderschön. Wir waren so nah dran. So nah. Kommt euch an ihrem Schwert etwas bekannt vor? Hatte das nicht Rutland in der Hand? Nein, er hatte eine zeremonielle Kopie. Und was haben wir hier? Die Spitze ist abgebrochen. Mein Gott. Ich wusste gar nicht, dass es so aussieht. Ich habe das schon mal gesehen. An der Waseda-Universität in Japan. Aber ich wusste nicht, dass es was mit diesen Artefakten zu tun hat. Verdammt, ich will sie sofort haben. Es ist nicht mehr da. Shogo Takamoto hat es gestohlen. Takamoto? Mit den Yakuza legt man sich nicht an, Lara. Ist mir egal, Sip. Ich will das Teil haben. Arrangier ein Treffen. Okay. Moment, Anaya ruft gerade per Handy an. Ich stelle sie durch. Lara! Lara, kannst du mich hören? Diese Mistkerle aus der Stadt sind hier. Sie scheinen dir zu folgen. Das hier ist ein Grab. Sie werden sich hier wohlfühlen. Schon okay. Sag einfach Bescheid, wenn unsere Söldnerfreunde näher kommen. Alles klar. Wie kommst du ohne Boden wieder zurück? Ich schätze, ich muss den oberen Weg nehmen.
sehen. Du? Ob sie runtergefallen ist? Vielleicht haben wir ihr Glück? Heute ist nicht mein Glückstag. Was macht das Knie? Da ist sie. Mehr von ihnen. Vielleicht ist ihr Funkgerät aus. Oder sie schlafen. Vielleicht machen sie ein Nickerchen. Finde es raus. Mach's doch selbst. Da ist sie. Erstmal wieder komplett reinkommen mit der ganzen Steuerung jetzt hier in diesem Level. Hey, ich glaube, ich habe einen Panther gesehen. Das war ein Jaguar. Hier gibt's keine Panther. Daneben ein Jaguar. Und eine verdammte Riesenspinne habe ich auch gesehen. Das war eine Tarantel. Hast du in der Schule nur gepennt? Entschuldige, da drüben ist sie. Unter dem Jeep verstecken. Da kommt jemand. Ja.
Hoffentlich hast du gefunden, was du gesucht hast. Ich komme hier nämlich nie wieder her. Ich hatte recht. Mir hat sie nicht zurückgelassen. Sie ist ohne was zu sagen entkommen? Warum hat sie sich all die Jahre versteckt? Vielleicht hat sie sich gar nicht versteckt. Sie hat sich nur nicht bei uns gemeldet. Möglicherweise hat sie da etwas entdeckt, das sie für sich behalten wollte. Hast du mit Takamoto gesprochen, Sid? Ja. Er wollte dich nicht sehen, also muss ich ihn daran erinnern, dass du keine Widerworte magst. Ich bin ein schlechter Gesprächspartner. Will er, dass wir uns auf neutralem Boden treffen? Noch besser. Er will sich in Toho Nishimuras Büro gegenüber von seinem Penthouse mit dir treffen. Nishimura? Weiß Takamoto nicht, dass wir Freunde sind? Nein. Er weiß nur, dass Nishimura morgen Abend eine kleine Party gibt. Dort erwartet er dich. Das wird immer besser. Okay, ich bin schon unterwegs. Aber ich brauche noch was zum Anziehen.